zurück an alter Wirkungsstätte als junger Student, heute mit einem großen Schreiben, das hier viel Freude auslöst. Guten Tag, Herr Deutschendorf. Hallo. Förderbescheid für den Neubau des Bades Helloponte. Das ist ein echter Brocken, was das Land hier zugibt, 15 Millionen Euro. Wir geben 5 Millionen Euro dazu aus GRW-Mitteln. Und das ist wirklich sehr, sehr gut angelegtes Geld. Bad Wildungen schultert hier ein richtig großartiges Projekt, was für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Schülerinnen und Schüler, die hier schwimmen können, aber natürlich auch im touristischen Bereich, weit über die Stadt hinaus, für die gesamte Region eine Riesenbereicherung sein wird, wenn es dann fertig ist. Also 5 Millionen Euro, keine 15. Ja. Kann der Bürgermeister das Grinsen wieder aus dem Gesicht nehmen. Nichtsdestotrotz, touristische Infrastruktur ist gerade hier in Nordhessen, Sie haben es in Ihrer Rede erwähnt, ein großes Thema. Umso wichtiger ist, dass solche Stätten nicht nur erhalten, sondern modernisiert oder erneuert werden. So ist es. Der naturnahe Tourismus, für den man auch nicht um die halbe Welt reisen muss, ist ein ganz wichtiges Marktsegment und ein spannendes, wichtiges Angebot, was wir in ganz Deutschland, aber auch in Hessen weiterentwickeln wollen. Und so etablierte und gewachsene, erfolgreiche im Tourismus tätige Orte wie also das Waldecker Land, die Destination Nordhessen mit Naturpark und Nationalpark Kellerwald-Edersee, da besteht einfach schon eine wirklich Top-Ausgangslage. Wir haben vor Corona über 3,3 Millionen Übernachtungen im Tourismus im Landkreis Waldeck-Frankenberg gehabt. Das ist eine Top-Urlaubsregion und die wird durch solche Investitionen besser und vorangebracht. Nun scheint nicht jeden Tag die Sonne. Insoweit ist also die Kombination Freibad-Hallenbad eine ganz wichtige Kombination in einer Touristendestination, insbesondere für Familien mit Kindern, die auch bei gutem oder schlechtem Wetter dann mal in eine solche Anlage ausweichen können. Na klar, man braucht als erfolgreiche Tourismusregion eine Vielzahl von tollen Angeboten und das natürlich auch am besten auf unterschiedliche Wetterlagen, Jahreszeiten ausgelegt, sei es Wandern, Radverkehr, aber natürlich auch in einer kälteren Jahreszeit. Da werden dann solche Angebote überdacht im Schwimmbad, im Hallenbad. Natürlich besonders wichtig, dass für Menschen, die in der Zeit kommen, auch ein tolles Angebot da ist. Inzwischen gibt es viele Programme. Ihre Kollegin, die Ministerin Prisca Hens, hat die Förderung für die Dorfgaststätten wieder ins Leben gerufen. Die gibt es jetzt inzwischen also insgesamt, versucht die hessische Landesregierung den ländlichen Raum zu stärken. Das ist Teil unseres Jobs und unserer Aufgabe, den wir sehr ernst nehmen. Und das gilt in vielen Bereichen. Genau, sei es auch in der Erschließung im öffentlichen Personennahverkehr, wo wir Rekordmittel ausgeben, um auch im ländlichen Raum das Angebot zu verbessern. Sei es bei dem wichtigen Wirtschaftsfaktor Tourismus, den wir ankurbeln wollen, aber natürlich auch die bestehende Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger. Zukunft Innenstadt zum Beispiel, auch so ein Programm, was wir gerade vom Wirtschaftsministerium aufgelegt haben. Wo es um die Belebung der Innenstädte geht, wo auch viele Kommunen im ländlichen Raum partizipieren und tolle Projekte mit umsetzen können. Jens Deutschendorf, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Vielen Dank. Sehr gerne. Bürgermeister Ralf Gutheil, Bürgermeister von Bad Wildungen und vor der breiten Brust einen Förderbescheid, weil die Brust ist breit, weil nun geht es endlich los mit Helloponte. Genau, losgegangen mit Helloponte ist es schon. Guten Tag erstmal an der Stelle. Aber der lang ersehnte, hoffentlich erste Förderbescheid ist jetzt endlich bei uns angekommen, über 5 Millionen Euro. Darüber freuen wir uns sehr, dass das Wirtschaftsministerium unsere Bemühungen und unsere Anstrengungen damit honoriert und auch anerkennt, was eine Kurstadt für den hessischen Tourismus bedeuten kann und auch grundsätzlich bedeutet. Jetzt leiden viele Kurstädte natürlich unter dem Rückgang der Kurgäste. Das heißt, man muss sich einfach auch andere Quellen erschließen im Tourismus. Ist das Helloponte da ein Punkt dazu? Das ist grundsätzlich richtig, dass andere Tätigkeitsfelder oder Aktivitäten gesucht werden müssen für einen Kurstadt, insbesondere im Bereich Gesundheitstourismus.
Heloponte war schon immer wichtig für unsere Tagesgäste, aber auch für die Gäste, die zum Beispiel am Edersee Urlaub machen. Aber insbesondere ist es natürlich wichtig für die einheimische Bevölkerung, nicht nur rein Tourismus. Nur heutzutage ist es halt so, dass touristische Einrichtungen halt mehr gefördert werden als jetzt ein reines Funktionsbad, was nur für die Bevölkerung gebaut würde. Nun scheint heute, zum 22. September, strahlend blauer Himmel, die Sonne. Ja. Das ist nun nicht immer in unserer Region so. Mittelgebirge ist halt eben auch ein bisschen anders. Wie wichtig ist deshalb eine Freizeiteinrichtung, wo zum Beispiel Kurgäste, Touristen, Familie mit Kindern, ganz wichtig, auch mal einen Regentag verbringen können? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, insbesondere weil ja durch Corona das Bewusstsein für den Heimaturlaub oder für Regionalurlaub sich gestärkt hat. Und dann sind wir gehalten, auch hier in der Region, wo es ja relativ wenig umfangreiche Angebote gibt, wo, sag ich mal, von jung bis alt einen Tag verbringen können, gering sind, dass man dann ein Angebot vor Ort hat, wie eine Freizeitanlage in Form eines Schwimmbads, wo man sich auch wirklich auch bei schlechten Tagen, Wettertagen aufhalten kann. Über Sauna, über den Kleinkinderbereich, über Bewegungsbecken, aber auch über Sportbecken mit Sprunganlage und Rutsche. Nun müssen Gäste und Bad Wildungen allerdings ab nächsten Jahr, voraussichtlich Herbst nächsten Jahres, dann doch zweieinhalb Jahre auf ihr geliebtes Heloponte verzichten. Ja, das ist richtig. Einerseits leider ist das so, andererseits ist das eine Entscheidung aus über einem 10-jährigen Entscheidungsprozess bzw. Findungsprozess. Aber letztendlich hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass am alten Standort neu gebaut wird. Und das heißt nun mal, dass die alte Anlage abgerissen werden muss. Und halt solange dort kein Ersatz geschaffen ist, müssen wir Wildunger leider auf unser geliebtes Freibad und Schwimmbad verzichten. Aber eine ganz große Besonderheit, die es, glaube ich, in ganz Nordhessen nicht gibt oder vielleicht auch in der Bundesrepublik nicht, ist die Integration renaturierter Bäche in die Anlage. Das ist richtig. Uns ist gelungen, durch eine super Idee von unserer Umweltingenieurin, die Frau Petra Schirmacher, die ist auf die Idee gekommen, die beiden Bäche zu renaturieren, das ist der Sonderbach und der Uhrenbach. Und parallel dazu, weil ein Freibad im ursprünglichen Sinne, wie es jetzt vorhanden ist, einfach ein sehr großer Energiefresser ist, wurde dann gesagt, okay, wir machen einen Naturschwimmteich. Und das beides in Kombination mit der attraktiv gestalteten Außenlandschaft gibt es so in Nordhessen wahrscheinlich nur einmal, ja. Darauf können sich die Bad Wildungen in 2025 freuen. Definitiv. Vielen Dank, Ralf Gutheil. Sehr gerne. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio.